Du bist tatsächlich ein echter Soberger. Du bist ganz anders als damals, als ich dich in der Tummelzone gesehen habe. Du hast dich erstaunlicherweise nicht einmal vor meinem Gemetzel erschrocken. Das schreckt mich noch mehr. Bis vor 3 Jahren gab es viele Soulworker wie dich. Ich habe schon viele Soulworker gesehen, die ihre Gefühle nicht kontrollieren konnten. Naja, dann ist es in Ordnung. Dann brauche ich mich nicht extra zu kümmern. Damit ist diese Mission ein voller Erfolg. Mehr als 80% der Gaur-Truppe sind zu Boden gestürzt. Unsere Verbündeten erledigen sie gerade. Wirst du sie auch aufmischen? Es ist geschmacklos, Gegner zu töten, die keinen Widerstand mehr leisten können. Bisher hat sich der NED-Konzern noch nicht blicken lassen. Ja, stimmt. Der Sternheimkorps muss seine Zweifel am NED-Konzern jetzt beiseite legen. Wenn der NED-Konzern auf der Seite des Feuerstrahlbataillons stehen würde, hätten sie niemals eine Mission unterstützt, bei der so ein großer Schaden entsteht. Jetzt, wo das Feuerstrahlbataillon aus dem Hauptquartier des NED-Konzerns rausgeflogen ist, kann man gar nicht mehr daran zweifeln. Toro und Ava sind bestimmt betrübt. Was von Gronkow? Da oben steht, am Notfallort wurde die Energie von Gronkow aufgespürt. Zusammentreffen in circa einer Minute. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht für mich bestimmt. Sie waren sich so sicher, dass uns der NED-Konzern verraten wird. Aber da haben sie sich zu früh gefreut. Ich mache mich da mal auf den Weg. Nein, eine Aufgabe gibt es noch, über die du dich bestimmt freuen wirst. Gibt es noch jemanden, mit dem ich kämpfen kann? Königin Gaur. Sie ist das größte Tier unter den Gaur. Da vorne ist sie abgestürzt. Sie ist so wendig, dass wir bisher nicht einmal ihren Schatten zu Gesicht bekommen haben. Sie ist der wichtigste Teil der Sturmtruppe und der Lieblingsvogel von Falkanai. Obwohl sie nicht mehr fliegen kann, weil ihr Gleichgewichtssinn gestört wurde, wird sie dir noch ordentlich Widerstand leisten. Normale Soldaten wären damit natürlich überfordert. Ah, es ist wieder ein Boss aufgetaucht, den man kaputt machen kann. Da links sehen wir hier einen kleinen Ausschnitt davon. Hat jetzt nichts mit der Geschichte zu tun, aber können wir trotzdem... Okay, Video ist wieder vorbei. Lesen wir einfach mal weiter. Wir sollen jetzt auf jeden Fall die Königin Gaur besiegen. Gut, ich schau mal nach, ob die sich als Gegner überhaupt eignet. Dann breche ich auf, um das Schlachtfeld etwas aufzuräumen, erledige Königin Gaur und komme wieder zurück. Ja, gerne. Überhaupt kein Problem. Das machen wir hier ruckzuck. Oh. Ich muss sagen, da hätte ich jetzt mit etwas Größerem und Stärkerem gerechnet. Ja, irgendwie ist ein bisschen enttäuschend, muss ich fast sagen. Königin Gaur hat jetzt nicht, also vom Design jetzt nicht so viel hergegeben und stark war sie jetzt irgendwie auch nicht so richtig. Sehr schade, wirklich sehr, sehr schade. Aber wir haben ja noch eine Episode hier. Und jetzt schon drauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, wir haben noch eine Episode hier in diesem Kapitel. Da hoffe ich ja, dass wir was richtig Geiles zu Gesicht kriegen. Königin Gaur, wie gesagt, hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Das muss ich leider mal kurz sagen. Schauen wir mal hier ganz kurz. Wir haben wieder so ein bisschen was zum Annehmen. Aber jetzt nichts mega Interessantes. Ava, was hast du für uns? Meine liebste Lilly ist wirklich die Beste. Gut gemacht, gut gemacht. Die Rakete wurde abgeschossen und hat Königin Gaur auf den Plan gerufen. Das ist das beste Ergebnis. Wahaha, da seht ihr, was ihr davon habt, uns zu quälen. Wahaha. Sieh doch, der Commander ist seit langem wieder ziemlich gut drauf. Willst du auch anstoßen? Ich bin nicht in Stimmung, ich verzichte gerne. Ja?
Was hat dir denn schon wieder die Stimmung vermiest? Ich habe gedacht, dass der NED-Konzern uns verraten wird, wenn die kleinen Fische des NED-Konzerns uns verraten hätten, wollte ich sofort in das Gebäude des NED-Konzerns stürmen. Diese Operation war zu einfach. Das ist doch gut. Du wünschst dir doch nicht ernsthaft Chaos und Verfall, oder? Ich brauche nur etwas, woran ich mich abreagieren kann, solange wir Henrik noch nicht gefunden haben. Ich kann dich verstehen, aber... Hm? Diese Nummer. Commander, es ist jemand vom NED-Konzern. Diese Nummer gehört Gordren. Er will uns sicherlich zur erfolgreichen Operation gratulieren. Warum bist du so bestürzt? Meinst du? Ich werde dich verbinden. Wie ich sehe, wurde die Operation erfolgreich beendet. Ich möchte euch mit diesem Video gratulieren. Ich danke dir sehr für deine Unterstützung bei dieser Operation. Die Operation war erfolgreich und wir wollen alle Zweifel gegenüber dem NED-Konzern aus dem Weg räumen. Ich möchte mich an dieser Stelle für unseren durch Vorurteile ausgelösten Zweifel entschuldigen. Der NED-Konzern ist ein Unternehmen, aber es besteht auch aus Menschen. Genau wie ihr. In diesem Augenblick sollten wir uns keine Gedanken darüber machen, dass der Konzern mit dem Bashai zusammenarbeitet oder die Welt erobern will. Bitte verstehe, dass wir uns nur neutral verhalten haben, weil wir wichtige Entscheidungen treffen mussten. Nach dem Vorfall in Kano City verstehe ich euer Misstrauen uns gegenüber sehr gut. Bitte begrabt jetzt eure Zweifel und konzentriert euch auf das Zurückschlagen des Feuerstrombataillons. Aha, ich verstehe. Na dann. Könnte ich nochmal mit dem Soulworker Liebste Lilly sprechen, bevor wir auflegen? Ich heiße Lilly. Lilly Blumerchen. Ah, Liebste Lilly war also ein Kosename. Ein Kosename? Keine Scherze bitte. Das ist doch einfach nur ein Rufname. Ein Kosename für einen Soulworker. Toro, du hast dich auch ziemlich verändert. Für euch waren die Soulworker damals bloß Waffen. Ja, das ist Vergangenheit. Jedenfalls würde ich gerne mit Lilly sprechen. Sind deine Zweifel hiermit beseitigt? Vorerst ja. Wenn dem so ist, bin ich erleichtert. Ich möchte nämlich keinen Soulworker wegen unnötiger Missverständnisse als Feind haben. Ich denke, das ist alles, was wir für euch tun können. Ich hoffe, dass der NED-Konzern und der Sternheim-Corps auch in Zukunft eng für den Sieg der Menschheit zusammenarbeiten. Dafür müssen wir natürlich erst Henrik kriegen. Wir werden uns sofort beim Sternheim-Corps melden, sobald wir Henrik entdecken. Allein, um die Ehre des NED-Konzerns zu bereinigen. Ja, da wäre ich dir wirklich sehr dankbar. Das bedeutet wohl, dass der NED-Konzern nichts mit dem Feuerstrombataillon zu tun hatte. Auch wenn das Feuerstrombataillon sich heimlich, ohne Wissen, der Sternheim-Corps im Hauptsitz des NED-Konzerns versteckt hatte. Solange die 10-Echo-Operation mit Unterstützung vom NED-Konzern Erfolg hat, haben wir keinen Grund, Verdacht zu schöpfen. Der Schaden, den das Feuerstrombataillon verursacht hat, ist zu groß, als dass der NED diese Operation nur unterstützt hat, um unsere Zweifel zu beseitigen. Das stimmt. Diese Zweifel sind nun beseitigt. Ich bin noch etwas verwirrt, aber jetzt gerade haben wir keine Zeit, um uns darauf auszuruhen. So ist es. Dann sollte das Level des NED-Konzerns Sicherheitsniveau gesenkt werden. Also vergiss den NED-Konzern und kümmere dich um die Verlängerung der Operation 10 Echo. Fast der ganze Geo-Trupp ist ausgelöscht, weil die F-Aria-Rakete genau zum richtigen Zeitpunkt explodiert ist. Im Zuge dessen ist auch Königin Gaur abgestürzt und durch deine Hand, Neuling, ist sie... Ah, das Wichtigste kommt jetzt. Königin Gaur ist der Lieblingsvogel von Falkanai, dem Anführer der Schocktruppe. Es gibt Gerüchte darüber, wie sehr Falkanai seine Königin Gaur liebt. Da du es warst, der Königin Gaur getötet hat, ist er zurückgekehrt, um seinen geliebten Vogel zu rächen. Dann mache ich diesen Falkanai halt auch noch fertig. Diese simplen Aufgaben gefallen mir am besten, bin gleich wieder da. Wenn du nur noch Falkanai erledigst, haben wir 3 der 4 Anführer des Feuerstrombataillons ausgeschaltet. Das Blatt wendet sich langsam. Halte noch ein wenig durch. Bestanden? Ach ja, Lex sucht nach dir, Neuling. Ich weiß ja, du freust dich schon auf Falkanai, aber schau trotzdem kurz bei ihr vorbei. Kein Problem. Machen wir. Lass mich nur kurz vorher nochmal die ein oder andere Nebenquest einsammeln. Da haben wir jetzt ja auch wieder einige bekommen.
Hier, Hifu hat auch nochmal was für uns. Sehr schön. Nur her damit. Dann drüben beim NED-Konzern auch wieder. Wer hat denn da was für uns? Ach, der Hund. Ist immer sehr interessant, dass der Hund was für uns hat. Wuff, wuff. Und natürlich Minio, der da auch mal mit dabei ist. Aber ja, ist nur eine Nebenquest. Und jetzt sprechen wir mit Dr. Lex. Wow, der Neuling. Der Neuling ist wirklich gekommen. Heldenhaft. Es gibt wohl nichts Besonderes mehr? Ich gehe dann mal. Moment. Es ist etwas Großartiges. Etwas Großartiges. Ich habe wirklich viel zu tun. Komm bitte schnell zum Punkt. Hä? Du hast es eilig? Ich hörte, dass es als Belohnung für Operation 10 Echo 30 Tage Urlaub gibt. Ich mache diese Arbeit, weil ich es tun möchte. Urlaub hat für mich keine Bedeutung. Verstehe. Dann kannst du gehen. Ich dachte, du hättest Zeit. Geh schon. Ich frag nachher Kuckbab. Sonst hast du keine Aufträge für mich? Dann gehe ich. Ah, noch eine Sache, bevor du gehst. Wie war Kuckbab? Was meinst du damit? Ich verstehe deine Frage nicht. Also, ihr habt doch gemeinsam gekämpft. Hat er während des Kampfes vielleicht seine Kapuze abgenommen? Nein, sie hat zwar beim Kampf gestört, aber er hat sie die ganze Zeit aufbehalten. Ah, verstehe. Warum fragst du ihn das nicht selbst? Haha, entschuldige, ich habe meine Gründe und kann ihn nicht selbst fragen. Ich habe mich nur gefragt, erzähl Kuckbab nicht, dass ich dich so etwas gefragt habe, in Ordnung? Ich werde es ihm nicht sagen, mach dir keine Sorgen. Ich lausche zwar sonst nicht, aber ich glaube, ihr sprecht über mich. Kuckbab, nein, das ist was ganz anderes. Von wegen, warum erschrickst du dich dann so? Hab keine Angst, sag schon. Ich war doch noch nie sauer auf dich, oder? Ah, also, ja. Ich wollte dich wegen der Untersuchung in Taubenau rufen. Darüber haben wir gesprochen. Und warum sprichst du mit diesem Kind darüber? Ich wollte den Neuling fragen, weil du so beschäftigt schienst. Aber der Neuling hat auch keine Zeit und ich wollte gerade aufgeben. Ich habe Zeit, also sag schon. Ich habe gerade bei Major Toru den Urlaub als Belohnung abgelehnt. Die Soulworker unserer Stadt sind wirklich fleißig. Dann überlasse ich es dir, Kuckbab. Ich mache mich dann auf den Weg. Viel Spaß, Lex mit Kuckbab. Was auch immer da zwischen euch läuft, das müsst ihr leider selber klären. Wir kümmern uns jetzt hier um den dritten und vorletzten Anführer Falkanei des Feuerstrombataillons. Ich bin schon sehr gespannt, wie der ausschaut. Hoffentlich auch interessant, wie die anderen Anführer. Okay, ich stelle mal noch eine wilde Theorie auf. Ich sage, Kuckbab könnte sich gegen uns stellen. Vielleicht ist Kuckbab der oberste Anführer des Feuerstrombataillons. Ist einfach mal eine wilde Theorie, die ich jetzt einfach mal anstelle, weil das eigentlich ein interessanter Plot-Twist wäre, wenn Kuckbab eigentlich vom Feuerstrombataillon ist. Das würde zumindest erklären, wie die dann einfach den NED-Konzern da besetzt haben. Schauen wir mal, ob ich recht habe. Ich stelle jetzt hier einfach immer wieder mal von Zeit zu Zeit einfach mal verrückte Thesen
auf. Ich sehe gerade, wir haben da oben übrigens noch gleich ein paar neue Icons dazu bekommen und ein Bonus für das Töten wahrscheinlich von diesem einen Boss, den wir jetzt da vorhin gesehen haben. Können wir mal ganz kurz reinschauen. Drop Chance erhöht und Abwehr um 20%. Da hinten haben wir noch eine tolle Kiste, die machen wir natürlich auch. Vorratskiste Level 34. So langsam nähern sich unser Level und das Level der Gegner wieder so ein bisschen an, ne? Ein bisschen zumindest. Ava, warum muss ich hier immer alles selber machen eigentlich? Würdest du mir das gerne mal erklären? So, die Kringler machen wir hier natürlich kaputt. Kinderspiel. So, und auch die fallen hier. Also die Gegner, wie gesagt, Level 32. Wir sind Level 36 ganz frisch geworden. Haben wir also wieder ein paar Skillpunkte, die wir demnächst mal verteilen können. Aber den möchte ich jetzt auch gerade so ein bisschen ansparen. Hatte ich ja schon in einer der letzten Folgen erwähnt. Denn wir bekommen jetzt ja nochmal ein paar neue Skills demnächst dazu. Können wir eigentlich gleich mal schauen. Wir müssten doch jetzt, glaube ich, schon wieder was dazu bekommen haben. Warte, warum? Doch jetzt, ja. Lass mich raten, jetzt muss ich da ganz zurückrennen. Ja, sieht so aus. Sieht so aus. Ah, da hinten ist auch der Eingang. Oder, ja doch, der Ausgang zum nächsten Bereich. Ah, ganz viele Gegner hier. Geil. Können wir jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr zusetzen, ne? Also Lebenspunkte müssen wir auch mal wieder mal so einen kleinen Blick drauf werfen. Es ist jetzt noch nicht so ganz schlimm, wie wir es mal hatten, aber trotzdem immer wieder mal ein Auge drauf werfen. So, das war's jetzt hier, oder? Ja, sieht sehr danach aus. Dann gehen wir doch gleich mal in den nächsten Bereich.말이 너무 많았네. 팔코는 이 앞이야. 꼭 이겨. 일일이 말 안 해줘도 그럴 생각이었어요. 알카나이 가우어. Also Gaur ist noch nicht besiegt, aber das hat sie ja schon von Ah, das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Ah, geil. Okay, nice. Halt, da können wir gleich mal wieder die Supernova ausprobieren. Also das finde ich schon mal nett, dass du jetzt die Bezeichnung Mutant zurücknimmst, weil das ist schon wirklich so eine kleine Beleidigung, so ein bisschen. Alter, ich will wieder aufstehen. Und da haben wir ihn, zack, mit einem Schlag so richtig den Gar ausgegeben. Aber der sah cool aus. Der hat mir jetzt echt gefallen vom Design her. Ich
이겼네. 수고 많았어. 복귀해도 좋아. 새로운 도약? 무슨 잠꼬대 같은 소리. Wir haben ihn noch nicht besiegt, kann es sein? Gut möglich, dass Falkanai und Gaur noch am Leben sind. Also es hat sich darauf hingedeutet, dass er gestorben ist. Aber er hat so einen merkwürdigen Satz gebracht hiermit. Wir würden nicht sehen, wer der wahre Feind ist. Also da bin ich auch sehr gespannt eigentlich, weil ich glaube nämlich auch, dass der wahre Feind hier irgendwo in dieser Stadt ist. Ich schaue jetzt hier niemanden direkt an, aber nur mal so... Guck mal, könnte ja hier natürlich jetzt genau der Verräter sein. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei in der nächsten Folge von Soul Worker, wenn wir dem Geheimnis wieder mal eine Episode näher kommen werden. Oder vielleicht auch mehrere Episoden. Schauen wir einfach mal. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch viel Spaß. Und wenn euch die Folgen bisher gefallen haben, lasst mir noch gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Da würde ich mich natürlich wie immer sehr darüber freuen. Und natürlich freue ich mich auch wie immer sehr darüber, wenn ihr einfach in der nächsten Folge von Soul Worker wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.